Ich darf in der neuen Reihe Ausnahmegespräche initiiert vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels Birgit Birnbacher begrüßen. Sie war zuletzt in aller Munde, als sie mit ihrem Text Der Schrank den Bachmann-Preis gewonnen hat, 2019. Zurzeit ist sie vielfach zu sehen und zu hören im Zusammenhang mit ihrem neuen Roman, der im Schollnay Verlag erschienen ist, und zwar mit dem Titel Ich an meiner Seite. Birgit Birnbacher, ich lese ein kleines Stück, bevor wir auf die inhaltlichen Kontexte dieses Romans zu sprechen kommen, ganz kurz ein Stück vor und frage Sie dazu was, als eine Art Warm-up. Und zwar dreht sich ja alles in diesem Roman um einen jungen Mann, der im Gefängnis war, entlassen wird und versucht, wieder Fuß zu fassen. Und bei diesem Fußfassen hilft ihm ein Bewährungshelfer. Und in diesem Gespräch oder in einem dieser Gespräche heißt es zu Anfang, nicht wer wir sein wollen ist entscheidend, sondern wen wir darstellen können. Niemanden interessiert, wer Sie sind. Entscheidend ist, wer Sie vorgeben können zu sein. Nehmen Sie die Welt, in der wir leben, so wahr, Birgit Birnbacher, dass wir alle daran gemessen werden, wie fähig wir sind, etwas zu mimen? Ja, also ich denke schon, dass es auf der einen Seite auch ganz wichtig ist, dass wir nicht immer genau als das gesehen werden, was wir in unserem Innersten sind, weil ja auch diese Alltagsrollen, die jeder von uns so verkörpert, ja auch überlebenswichtig sind für uns. In dieser Therapie, die der Therapeut meiner Hauptfigur verfolgt, ist das Ganze natürlich sehr zugespitzt und kommt auf eine Weise zum Tragen, die jetzt sicher nicht mehr als ganz förderlich oder gesund bezeichnet werden kann. Aber es ist natürlich eine Zuspitzung und es ist natürlich auch ein Kommentar auf diese gesamte Social-Media-Scheinwelt, wenn man so möchte. Sie leben in Salzburg, schreiben dort, sind aber auch im Sozialbereich tätig. Sie sind seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig. Der Umstand, dass Sie in der Sozialarbeit sich viele Jahre schon umschauen, schlägt sich ja in gewisser Weise, könnte man auch sagen, nieder in Ihrem literarischen Tun, in dem ja eine gehörige Portion gesellschaftspolitisches Potenzial, gesellschaftspolitische Brisanz steckt. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Ihrem sozialarbeiterischen Tun und Ihrem literarischen Tun? Ja, also ich denke schon, der Schriftsteller ist ja immer auf der Suche nach seinem Stoff. Und das Wichtigste, glaube ich, für den Schriftsteller ist ja, dass er schreiben darf. Und bei mir hat das ganz gewiss auch einfach pragmatische Gründe, weil ich muss schreiben, ich möchte schreiben und wenn ich schon schreibe, dann möchte ich auch über Themen schreiben, von denen ich glaube, dass sie gesellschaftliche Relevanz haben. Birgit Birnbacher, das Interessante an der zentralen Figur Arthur in diesem Roman ist ja nicht zuletzt der Umstand, dass er ursprünglich aus einfachsten Verhältnissen kommt, dann aufgrund einer Umorientierung seiner Eltern zum Privatschüler wird. Also dieser Arthur ist ein Milieuwechsler, wie Sie ihn einmal bezeichnet haben. Was hat Sie denn an diesem spezifischen Aspekt dieser Figur interessiert? Ja, ich fand es spannend an Arthur, dass er eben genau diese klassische, typische Geschichte eines Verbrechers nicht liefert. Ich habe ja sehr lange recherchiert, auch im Bereich der Bewährungshilfe und der Haftentlassenenhilfe und habe mit vielen Menschen gesprochen, die aus der Haft entlassen worden sind, auch sehr intensiv. Und da kommt ja ganz, ganz oft diese klassische Geschichte vor, die wir alle kennen, die sehr, sehr schlimm ist, das Aufwachsen in einem katastrophalen Elternhaus und dann eine ganz schlimme Jugend, die dann quasi zwangsläufig in Kriminalität endet. Und genau sowas wollte ich eben nicht erzählen. Zum einen, weil ich denke, es ist oft erzählt worden, zum anderen aber auch, weil ich denke, es ist in einem Roman einfach zu eindimensional, nur von Tragik und einfach Dunkelheit zu berichten. Ja. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die auch
Ja, die auch den Leser bei der Stange hält und die auch nicht nur mit Trauer und Leid begleitet ist, sondern auch halt ab und zu mit ein bisschen Witz und tragischer Komik auch, ja. Diese tragische Komik in diesem Roman ist ja eng verbunden, vor allem, wie ich finde, mit einer Figur, nämlich mit der Figur des Bewährungshelfers. Den zeichnen Sie als einen, der recht desolat, trotz aller Widrigkeiten noch irgendwie am Leben hängt, durchaus humorbereit ist, aber gleichzeitig auch zutiefst verzagt. Sie kommen ja selbst auch aus der Sozialarbeit. Arthur, die zentrale Figur, haben Sie ja der Realität abgeschrieben in gewisser Weise. Haben Sie auch diesen Bewährungshelfer der Realität abgetrotzt? Naja, ohne dass ich es mir jetzt mit meinem Berufsstand völlig verderben möchte, glaube ich schon, dass man sagen kann, Bird, dieser Bewährungshelfer, ist schon sowas wie eine Essenz aus allen Marotten, die man so haben kann in der sozialen Arbeit. Ja. Also er ist ja jemand, der ständig überreagiert, der eigentlich andauernd das Falsche sagt, der immer Gelassenheit und nach vorne schauen predigt, aber selber bei jeder kleinen Gelegenheit eskaliert. Und naja, also ich denke, da gibt es durchaus Facetten an ihm, die schon auch existent sind sozusagen. Ja. Birgit Birnbacher, um bei diesem Bewährungshelfer zu bleiben, bei der Figur des Bewährungshelfers. Mir ging es beim Lesen so, dass ich mir, je länger ich gelesen habe, umso dringlicher die Frage gestellt habe, wer ist eigentlich die tragischere Figur, dieser Bewährungshelfer oder dieser Arthur, der ja im Verhältnis zu diesem Bewährungshelfer zumindest einen großen Vorteil hat. Er ist um Jahrzehnte jünger. Der Bewährungshelfer hat sein Leben letztlich schon hinter sich. Welche der Figuren lässt denn Ihr Mitgefühl mehr steigern? Naja, ich würde es mal so sehen. Was mich am Schreiben der beiden sehr gereizt hat, war, dass sie sich ineinander immer auf eine gewisse Weise spiegeln. Also Bird sagt Arthur ja ständig, wie er es richtig machen soll, wie es eigentlich geht, wie er seinen Weg nach vorne schafft, absolviert aber parallel dazu einen gesellschaftlichen Abstieg in seinem Status. Er verliert seinen Job, er beginnt wieder zu saufen, er versaut sich eigentlich mit allen, die ihm noch beigestanden sind. Und er zeigt eigentlich anhand seines eigenen Lebens das genaue Gegenteil, was er Arthur eben vorpredigt und von ihm verlangt. Und es wird ja auch sehr schnell so, dass Arthur begreift, er sich auch um Bird kümmern, damit er das Ganze irgendwie schafft, also diese Therapie überhaupt mit ihm zu absolvieren. Und insofern, also mein Mitgefühl genießen natürlich beide, weil sie meine Figuren sind. Andererseits würde ich schon sagen, es ist auch bemerkenswert an Bird, dass er eben in seiner ganzen katastrophalen Situation, die er erlebt, auch Arthur immer wieder für sich gewinnt, ja, auf seine ganz besondere Weise gewinnt er sein Vertrauen. Und wenn es nur deswegen ist, weil es ihm immer noch ein bisschen schlechter geht als den Menschen, die ihm zugetraut sind. Aber er hält die Gesprächsbasis aufrecht und auf eine sehr eigenartige Weise ist er trotzdem für seine sogenannten Klienten eben da. Birgit Birnbacher, Stichwort Ausnahmezustand, in dem wir uns jetzt alle auf die eine oder andere Weise befinden. Der arbeitet, könnte man sagen, ihrem literarischen Tun gewisserweise ja zu, weil etwas nicht unbedingt ihr Metier ist, nämlich ausgiebige Naturbeschreibungen zum Beispiel. Das heißt, diese Reduktion auf sehr Elementares, ließe sich sagen, entspricht eigentlich ihrem literarischen Weltempfinden. Naja, das sollte wahrscheinlich so sein. Es ist tatsächlich so, dass Naturbeschreibungen, obwohl es, ich möchte auch zugestehen, es gibt ja ganz fantastische Naturbeschreibungen, aber mir persönlich liegt dieses Thema leider überhaupt nicht. Ich kann auch jetzt nichts damit anfangen, dass man plötzlich beginnt in der Krise, sich die schöne Natur ständig zu Gemüte zu führen und sich damit zu beruhigen sozusagen. Aber der Zustand ist schon insofern dem literarischen Schaffen, glaube ich, sehr zuträglich, als dass man halt einfach sehr, sehr wenig Ablenkung
hat und dann wieder diese Art Kraft, glaube ich, kann man das schon nennen, in sich wieder hervorrufen kann, um auch Neues zu beginnen und irgendwie den inneren Text am Laufen zu halten, was sonst vielleicht nicht so einfach wäre mit Zwischenterminen und Alltag und im gewöhnlichen Leben. Damit Sie vielleicht besser verstehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wovon wir eigentlich sprechen, hören wir uns einen Auszug aus dem Buch an. Arthur ist ungefähr 7, als Marianne mit im Schoß gefalteten Händen und Stolz in der Stimme verkündet, er heißt Georg. Georg lädt alle zu Burgern mit Pommes ein und Arthur und Klaus sollen die Burger loben, aufessen und einander nicht boxen. Marianne sucht in den Gesichtern der Söhne nicht nach Sympathien für Georg, aber sie sitzt da mit einem Herzen, das sich welche erhofft. Die Kinder sollen gnädig sein und Arthur fängt damit an, indem er den ganzen Burger verschlingt und alle Pommes. Klaus rührt seinen nicht an, bis Arthur ihm einen Tritt versetzt, den über dem Tisch wirklich niemand bemerkt. Marianne lächelt Klaus an, als er endlich isst. Nur die braunen, harten Pommes lässt er liegen und als Arthur sich auch die noch in den Mund steckt, lächelt Georg und sagt, zwei zufriedene Burschen. Von jetzt an gibt es eine Art Überschrift für alle kürzeren und längeren Vorträge, die Marianne ihren Söhnen über allgemeine und persönliche Zukunftsperspektiven und Jobchancen hält. Und diese Überschrift lautet, Georg sagt. Georg sagt zum Beispiel, dass Marianne es einmal weit bringen wird. Von nun an ist alles, was Georg findet und sagt, wichtig und in seiner Richtigkeit absolut nicht zu kritisieren. Wenn Arthur Marianne eine Freude machen will, erwähnt er Georgs Namen und gibt zu erkennen, dass er sich an etwas, das Georg gesagt hat, erinnert und es gleich auch praktisch anwendet. Zum Beispiel sagt Arthur, hat Georg nicht gesagt, die Schuhspanne sind auch für Fußballschuhe gut? Das habe ich gleich mal ausprobiert. Selten hat er Marianne so dankbar und friedfertig gesehen, wie nach so einem Georg sagt Zugeständnis. Georg findet Klaus sportlich, freundlich, aufgeschlossen. Georg findet auch, dass ihm das vielleicht einmal etwas ermöglicht. Was? Eine Karriere als Sportler vielleicht? Vielleicht, sagt Marianne. Und Arthur? Ja, ja, Arthur auch. Seine Bedenken äußert Georg erst nach ein paar Monaten. Da kommt er abends einmal um das Sofa herum mit einem Glas Wein, das er Marianne reicht. Ich weiß es ja wirklich nicht, aber er ist so still, das ist doch nicht normal. Er ist brav. Er spricht nachts mit Spielfiguren auf dem Fensterbrett. Er spielt. Ich weiß nicht, das sieht so sonderbar aus, das ist kein Spiel. Vielleicht träumt er, sagt Marianne. Jeder Mensch träumt doch. Georg nippt an seinem Glas, schaut mit gerunzelter Stirn auf den Teppichboden. Du träumst auch. Birgit Birnbach, hat diese Figur des Arthur, haben Sie ja de facto in der Realität vorgefunden. Sie haben daraus eine literarische Figur gemacht, aber diesen Arthur gibt es in gewissen Grundzügen real existierend. Sie haben mit ihm Gespräche geführt. Dieser Text zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass immer wieder protokollarisches oder protokollartiges von Arthur eingeschoben ist in diesen Text. In welchem Verhältnis steht denn die literarische Figur zu der real existierenden? Was war Ihnen da wichtig zu berücksichtigen? Also ich habe schon einiges verändert natürlich an der Romanfigur, auch damit wir leichter darüber sprechen können. Ich habe ihn zum Beispiel in seinem Temperament ganz anders gemacht. Also die Romanfigur Arthur ist ja ein eher zurückhaltender, sehr überlegter Mensch und ich würde jetzt nicht über die reale Vorlage sagen, dass er nicht überlegt ist, aber er ist ganz anders im Temperament. Sonst hätte mir vermutlich auch gar nicht so viel über sich erzählen können. Ja? Also einer wie Arthur wäre deutlich weniger gesprächig gewesen, glaube ich. Und solche Dinge haben wir verändert. In manchen Brüchen im Lebenslauf, die auch im Roman vorkommen, bei schlimmen Ereignissen, da haben wir uns ganz eng abgestimmt, weil da hat für mich immer Vorrang gehabt, dass es für ihn passt und ich wollte ihn da nicht für ein literarisches Highlight so quasi ausbeuten in seinem Lebenslauf. Und diese Dinge haben wir sehr eng abgestimmt,
anderes wieder gar nicht so sehr. Wo wir uns beide einig waren, war, dass es ein Ende geben soll. Also eher, weil er das einfach nicht mag, dass Bücher dann einfach aus sind und man sich was zusammendenkt. Und ich, weil ich das einfach zu oft schon auch so geschrieben habe, ich wollte jetzt mal ein richtiges Ende haben. Und da waren wir auch schon miteinander in Abstimmung, wenn auch nur jetzt in ein, zwei Sätzen. Aber doch, das haben wir besprochen vorher. Würden Sie sagen, dass Sie literarisch mehr für das Unglück zuständig sind als für das Glück? Ja, natürlich. Also für das Glück wäre ich jetzt sicher die Falsche. Ich wäre nicht gern für das Glück zuständig in der Literatur. Sollen andere machen. Warum nicht? Weil ich es nicht kann und weil es mir fad wäre. Was Literatur, die aus Ihrer Feder kommt, kennzeichnet, ist Nüchternheit, eine Entschlackung auf das Wesentlichste hin. Pathos ist Ihre Sache nicht. Wie hat man sich das auch praktisch, pragmatisch als Vorgang vorzustellen? Hat man sich das so vorzustellen, dass zuerst etwas Wuchtiges da ist, dass Sie dann wirklich in einen Prozess der Entschlackung entschlacken? Oder ist da von Beginn an Entschlackung? Ja, also ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass eben jetzt manchmal gesagt wird, das sei alles sehr nüchtern und sehr ohne Pathos. Und weil ich persönlich finde die Dinge wahnsinnig schnell, viel zu blumig, viel zu ausgeschmückt. Also wenn es nach mir ginge, könnte noch viel mehr einfach weg. Und ich habe ständig das Gefühl, eigentlich bei jedem Nebensatz oder, also das ist bei mir ganz oft, dass ich mir denke am Schluss, das kann eigentlich weg, das soll noch weg und so weiter. Also ich würde da eher dann, glaube ich, herumfuhrwerken, bis dann nichts mehr überbleibt. Und ich habe auch sehr, sehr schnell das Gefühl, dass es einfach, wie gesagt, mir schnell etwas zu blumig ist. Und ich finde das deshalb immer sehr spannend, welche Rückmeldungen ich dann zu den Texten bekomme, weil ich dann merke, dass die Menschen das oft ganz anders wahrnehmen. Oder wenn für mich schon sehr, sehr viel auserzählt worden ist, dann höre ich manchmal von Lesern, dass ja doch dann ganz vieles offen bleibt. Und für mich ist es fast schon aufdringlich auserzählt. Ja, also so diese. Was hat es denn mit dieser Lust will ich jetzt nicht sagen, aber mit dieser Liebe zur Offenheit auf sich? Steckt darin auch ein unbändigbarer Freiheitsdrang? Also diese Angst vor dem Blumigen, zumindest in meiner Deutung, ist ja auch eine Angst vor etwas Geschlossenem, etwas, das zu voll ist. Ja, und ich glaube, bei mir ist es auch die Angst, dass etwas dann schnell nicht mehr, das klingt jetzt wieder sehr groß und fast so wie ein Heißluftballon, aber ich sehe es ein bisschen so, ich glaube, der Schreibende strebt ja nach Wahrhaftigkeit. Und sobald irgendwie jetzt alles voller Adjektive ist oder voll von einem zu viel, dann geht ganz schnell dieser Kern verloren, auf den man ja eigentlich hin möchte. Und was halt bei mir daraus entsteht, sind dann ganz oft knappe und nüchterne Sätze. Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise bleibt das eine Sache der eigenen Wahrnehmung und auch des Geschmacks wahrscheinlich. Einer dieser wunderbar nüchternen Sätze ist zum Beispiel, gegen Ende des Romans heißt es über diesen Arthur, er ist nicht besser, als er ist. Darin steckt ja auch eine sehr stille, aber doch entschiedene Auflehnung gegen diese Vorstellung, dass wir alle, dass der Mensch unendlich optimierbar ist. Richtig? Falsch? Ja, also das ist natürlich einer der finalen Punkte des Romans. Ja, Arthur erkennt ja relativ früh in dieser Therapie, dass dieses Therapiekonzept einfach wahnsinnig hinkt und dass er mit diesem Optimierungswahn so nicht weit kommen wird. Er möchte lieber einen solideren Weg einschlagen. Er möchte eigentlich noch länger hier sein. Er möchte eigentlich sein Leben wirklich in den Griff kriegen und nicht bloß so tun, als ob.
Er ist der einer dieser Arthur, der eben, Sie haben es vorher schon gesagt, er ist eher zurückhaltend, er ist keiner, der mit einer großen Wutbegabung durch die Welt geht. Er ist eigentlich ein sehr durchschnittlicher Mensch. Er ist ein sehr durchschnittlicher Mensch, der es eben zu tun hat mit eher weniger durchschnittlichen Menschen. Und überspitzt gesagt könnte man auch behaupten, er ist eigentlich der einzig Normale in diesem ganzen Gefüge, aus dem er auch stammt. Also er wächst ja auf in so einem Nobelhospiz und geht da in diese andalusische Privatschule, wo er auch vorwiegend mit wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen es zu tun hat und freundet sich mit dieser gealterten Schauspielerin an, die eigentlich nach Andalusien kommt, um zu sterben, die aber irgendwie der Tod einfach nicht holen will. Und das sind ja alles jetzt keine Umstände, die unbedingt als normal zu bezeichnen sind. Und eigentlich Arthur, an dem alle immer herummodellieren und den sie alle optimieren und verbessern wollen, ist da schon so etwas auch wie ein stabiler Kern, würde ich mal sagen, in dem ganzen Gefüge. Es ließe sich ja auch sagen, wie ich finde, dass dieser Arthur die Position der Literatur selbst ist. Können Sie damit etwas anfangen? Ja, das finde ich eine sehr schöne Überlegung natürlich. Ja. Also aus die Perspektive, in der der Roman verfasst ist, ist ja sehr nahe an Arthur, aber bleibt eben auch drüber über dem Ganzen. Und es ist natürlich, es ist eine schöne Überlegung für mich, das so zu sehen. Ich an meiner Seite ist der Titel, es geht ja auch um Identitätsfragen ganz massiv in diesem Roman. Wer ist man? Wer hat man zu sein in einer Gesellschaft? Es heißt gern über Literatur überhaupt, über Kunst in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen, sie sei auch so etwas wie identitätsstiftend. Welche Glocken schrillen denn, wenn Sie das hören? Literatur ist auch so etwas wie identitätsstiftend für ein Land zum Beispiel. Können Sie, ist das etwas? Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das ganz richtig verstehe, was eigentlich damit gemeint sein soll. Ich glaube, dass halt identitätsstiftend auch so ein Wort ist, das schneller mal herangezogen wird, wenn man sich mit irgendwas ankleiden möchte. Also grundsätzlich ist das jetzt schon ein Satz, den ich eher mal ablehnen würde und wo ich noch sicher länger drüber nachdenken wollen würde. Aber Literatur grundsätzlich als identitätsstiftend für ein Land oder eine Nation, ich meine, was ist das überhaupt noch? Also das würde ich schon zuallererst einmal strikt ablehnen. Was ich natürlich schon glaube, ist, dass Literatur uns alle im Einzelnen sehr beeinflusst, je nachdem, womit wir aufwachsen und womit wir sozialisiert sind. Aber das ist ja damit auch nicht gemeint in erster Linie. Birgit Birnbacher, abschließend noch eine Frage. Was geht Ihnen denn im Moment am allermeisten auf die Nerven? Da fällt mir jetzt so einiges ein, spontan. Aber was mir, glaube ich, tatsächlich sehr auf die Nerven geht, ist dieses das Sprechen über die Krise und dass es so ist, wie eigentlich immer, wenn irgendwas total Wichtiges passiert, das uns alle betrifft, dass immer einer dem anderen nachspricht und dass wir Gefahr laufen, den immer gleichen Text zu lesen und zu hören. Das geht mir eigentlich am meisten auf die Nerven. Birgit Birnbacher, alles Gute nach Salzburg. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für die Teilnahme an den Ausnahmegesprächen. Danke Ihnen sehr. Ciao. Ciao.